Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Klagemauer TV aus dem Studio Heidelberg. Heute mit dem Gast Herrn Wolfgang Rettig. Guten Abend. Guten Abend. Herr Rettig, Sie hatten auf ein ARD-Video auf YouTube reagiert, das am 13. März mit dem Titel geschaltet wurde: Ukraine, Verschwörungsvideos in den sozialen Netzwerken. Das ist richtig, ja. Dieser Beitrag zielt vor allem auf unseren Filmbeitrag Terroristische Aktionen friedlicher Demonstranten ab. Der Moderator der ARD entrüstet sich dabei, dass die Massenmedien versuchen würden, objektiv über die Ukraine zu berichten, während das Netz zu einer Propagandabühne geworden sei. Auf dieses ARD-Video hatten Sie reagiert. Was hat Sie dazu veranlasst, selbst ein Video zu machen? Ja, also in diesem Video der ARD, was über 2,5 Minuten geht, da ist sozusagen etwas greifbar geworden, was man sonst sowieso schon spürt, dass man von den normalen Medien belogen wird. In diesem ARD-Beitrag, da wurde eben, wie Sie schon andeuten, behauptet, dass in den sozialen Netzwerken die Menschen sich hochschaukeln gegenseitig mit Verschwörungstheorien und mit einer verzerrten Sicht auf die Wirklichkeit, während die Medien objektiv berichten. Und es ging ja dort in diesem Kurzvideo der ARD um die Ukraine, um die Gewalttätigkeiten auf dem Maidan. Und da hatte Klagemauer TV eine Gegendarstellung gebracht. Und die lief in diesem ARD-Video im Hintergrund ab. Und man sah dort die Gewalttätigkeit der Demonstranten gegen die Polizei. Das war ja diese Gegendarstellung von Klagemauer TV. Und die Worte des Sprechers dort, die wurden untermalt oder belegt mit Bildern. Und jetzt hat in der ARD dieses Video als Beleg gedient für angebliche Propaganda in den Netzwerken, in den sozialen Netzwerken. Aber man konnte dann während dieser ARD-Mitarbeiter von Propaganda in den Netzwerken spricht, konnte man eben dieses Video im Hintergrund mitverfolgen und sah, was da wirklich ablief auf den Bildern. Mhm. Gewalttätigkeit der Demonstranten, und zwar fast schon berufsmäßig, gegen die Ordnungskräfte, die sich dort zurückgehalten hatten. Und das war so ein krasser Widerspruch in diesen wenigen Minuten, in diesem ARD-Video. Man konnte als Zuschauer wirklich sofort sehen, das ist voll gelogen, was da gesagt wird. Und bei mir war es so, da wurde für mich etwas greifbar, was ich sowieso schon als Gefühl, wer weiß wie lange, in mir trage, dass man hier von den Medien, öffentlich-rechtliches Fernsehen, Rundfunk oder die Tagespresse oder die Wochenzeitschriften, nur noch belogen wird, dass nur noch einseitig berichtet wird. Und dort in diesem ARD-Video, wo die Behauptung aufgestellt wird, soziale Netzwerke sind Propaganda und die anderen Medien, die lügen. Da wurde das so deutlich für mich. Und das ging ja nicht nur mir so, sondern die Zuschauer hatten ja in kurzer Zeit, innerhalb von 2 oder 3 Tagen, 2000, am Ende, 2260 waren es, glaube ich, Ablehnungen gewählt, bei nur 24 Zustimmungen. Und es gab 755 Kommentare. Das war eben dieses Bild, was ich zum allerletzten Mal dort wahrgenommen hatte. Und 5 Minuten später schaue ich nochmal rein und da waren die Kommentare alle weg. Die Kommentarfunktion war abgeschaltet. Keiner der Kommentare war mehr sichtbar. Also ich war sozusagen doppelt empört, so wie diese ganzen übrigen Zuschauer auch empört waren. Einhellig empört. Und dann wurden die Kommentare weggenommen. Da war ich doppelt empört. Was haben Sie mit Ihrer Empörung, Ihrem Ärger gemacht? Da habe ich zu meiner Webcam gegriffen und habe dann meinem Ärger, meiner Empörung Luft gemacht. Und ich habe einen sehr, sehr kräftigen Titel gewählt. Kriegserklärung der ARD am 17. März 2014, 13 Uhr. Und auch heute im Abstand von mehreren Wochen nehme ich davon überhaupt nichts zurück, von diesem Wort Kriegserklärung der ARD. Können Sie uns das etwas näher erklären? Was kann man sich unter Kriegserklärung der ARD vorstellen? Wenn die ARD
den Krieg erklärt, was sie natürlich offiziell nicht macht. Das ist mir auch bewusst. Ja. Also Kriegserklärung der ARD an mich als Zuschauer oder an alle Zuschauer, da kann man verstehen, da verstehe ich darunter, die ARD hat einen Auftrag zur objektiven Berichterstattung. Sie wird finanziert von Zwangsgebühren. Und sie ist verpflichtet, ausgewogen zu berichten. Sie ist verpflichtet, die Meinungsbildung in der Bevölkerung oder im Volk zu fördern und eben auch bei einer Konfliktdarstellung, wie im Fall der Ukraine oder der Krim, auch die Gegenseite zu Wort kommen zu lassen, ausgewogen zu berichten. Und in diesem Fall haben die Medien im Westen nur Öl ins Feuer gegossen. Mhm. Und wenn der amtierende Präsident der Ukraine, der demokratisch legitimierte Präsident, deeskaliert bei diesen Gewalttätigkeiten. Es gab Profi-Gewalttäter auf Seiten der Demonstranten. Natürlich nicht alle Demonstranten, aber es gab darunter viele, die richtig mit Eisenstangen, mit Fahrradketten auf die Ordnungskräfte eingeschlagen hatten, Molotows in Serie geworfen hatten. Ganz, ganz brutale Geschichten hat man da sehen können gegen die Ordnungskräfte. Und die Linie scheint gewesen zu sein, auf Seiten der Ordnungskräfte zu deeskalieren. Und in unseren Medien hat man da nie etwas von gesehen. Und das ist empörend gewesen. Sehr empörend. Und also, dass da diese ausgewogene Berichterstattung überhaupt nicht erbracht wird, betrachte ich als eine Kriegserklärung an die Zuschauer. Die Menschen hier im Lande, die werden für dumm verkauft und dürfen das auch noch mit ihrem Geld per Zwangsgebühr finanzieren. Und in dieser Dreistigkeit habe ich das als eine Kriegserklärung angesehen. Was haben die Medien Ihrer Meinung nach mit dieser einseitigen Berichterstattung forciert? So einseitig, wie in unseren Medien berichtet worden ist, ja, ist es Kriegshetze. Und das ist der zweite Aspekt dieses Wortes Kriegserklärung der ARD. Die ARD ist aktiv beteiligt an dieser Zuspitzung eines Konfliktes, der in einen dritten Weltkrieg münden kann. Und das ist eben der zweite Aspekt der Kriegserklärung. Wir hier in Deutschland werden möglicherweise in einen Krieg hineingezogen durch Politik und gleichgeschaltete Medien. Also deswegen nehme ich auch heute im Rückblick nichts zurück von diesem Titel Kriegserklärung der ARD. Vielen Dank, Herr Rettig, für diese interessanten Ausführungen. Liebe Zuschauer, Klagemauer TV ist ein unabhängiger Nachrichtensender vom Volk für das Volk. Tragen auch Sie dazu bei, das Weltgeschehen mit uns unter die Volkslupe zu nehmen und reichen Sie Ihre Klage bei uns ein. Wir freuen uns darauf und bis zum nächsten Mal.